Moderne Mountainbikes halten jahrelang. Es gibt keinen Grund, sich jedes Jahr ein neues Bike zu kaufen. Also keinen faktisch greifbaren Grund. Natürlich, die pure Geilheit ist ein komplett anderes Kapitel. Ob man ein neues Rad wirklich braucht oder eigentlich nur will, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Diese Entscheidung kann ich euch nicht abnehmen. Eins ist aber fix, wenn man ein neues Fahrrad hat, dann ist es so ein... Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Bevor wir loslegen, ich würde mich freuen über ein Like, ein Abonnement und einen Kommentar von euch, weil ich bin mir sicher, jeder von euch da draußen hat schon mal ein neues Fahrrad gehabt oder bekommt vielleicht heuer sogar ein neues Fahrrad. Was sind eure Gefühle bei neuen Fahrrädern? Habt ihr Gefühle bei neuen Fahrrädern? Habt ihr neue Fahrräder? Schreibt es unten rein in die Kommentare, würde mich auch freuen über ein Like und ein Abo. Und jetzt bei dem Video. Um zu wissen, in welche Richtung dieses Video ungefähr geht, habe ich eine Umfrage der Community gestartet, im Speziellen vorher auf Instagram. Und habe mir gefragt, was ist so bei einem neuen Bike? Was würdet ihr machen bei einem neuen Bike? Über 70% erwägen einen Neukauf eines Fahrrades im Jahr 2020. Über 80% würden dem Bike neue Räder verschaffen. Und immer noch deutlich über 60% wollen es grundsätzlich nach dem Kauf pimpen. Tja, ich will jetzt nicht sagen, euer Wunsch ist mir Befehl, aber basierend auf den Ergebnissen? Ich kann es nicht anders sagen. Also basierend auf euren Ergebnissen ist da natürlich was passiert. Eines will ich gleich mal klarstellen, jedes Fahrrad freut sich unheimlich, wenn es dreckig wird. Das darf ruhig einmal sehen, wie Gatsch ausschaut. Auch wenn es neu ist, darf das gleich mal ordentlich eingesaut werden und dann gleich einmal eine Woche gar nicht putzen. Damit es gleich einmal weiß, wo es hingekommen ist und wie jetzt die neuen Regeln sind. Ganz einfach. Es war Spaß. Ihr dürft es natürlich schon putzen, wenn ihr wollt. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum ich ausgerechnet dieses Fahrrad gewählt habe. Warum dieses Fahrrad? Gibt es da irgendeinen vernünftigen Grund? Warum genau dieses und nicht irgendein anderes? Das kann ich euch verraten. Ich. Das heißt nicht, dass ihr das haben wollt. Es ist meine persönliche, eigene, individuelle Meinung und ich will einen Motor, den ich mit App an meine Gefühle, an meine Bedürfnisse anpassen kann. Das bietet mir in der Form, wie ich es will, Shimano und Brose. Die letzten drei Räder waren alle schwarz. Und irgendwann ist aus. Ja, und wenn man dann so auf dem Markt rumschaut, wie viele Räder gibt es eigentlich, die richtige Farbe haben, den richtigen Federweg haben, einen Hinterbau, in den ich einen Stahlfederdämpfer einbauen kann und die hinten und vorne 27 Zoll Laufräder haben, dann wird es ein bisschen enger, die Auswahl. Muss man ehrlicherweise zugeben. Ausstattungstechnisch habe ich keinerlei Bedürfnis verspürt, das Expert-Model nehmen zu müssen. Der ein oder andere mal sagen, Alter, das ist ja nur ein Bomber drauf, das ist ja Wahnsinn, das ist ja viel schlechter wie die Lyrik. Ist das nicht ein Downgrade von einer coolen Lyrik auf einen Mazzocchi-Bomber? Nein, warum? Erstens, ich bin ein Mazzocchi-Bomber Z1-Fahrer der First Generation. Ich bin die originale Mazzocchi-Bomber Z1 gefahren und ich wusste sie damals schon zu schätzen. Einige Zuseher da draußen waren noch gar nicht geboren, wie die erste Bomber Z1 am Markt gekommen bin und die bin ich am Kona King Kickapoo. Tut's einmal googeln. Kona King Kickapoo, das ist ein Eingelenker. Fully von Kona, bumm, zack. Und wo es jetzt Mazzocchi in der Form, zwar in einem Konglomerat mit Fox und wer redet man immer drüber, wo ist Bomber Z1? Die Einfachheit der Abstimmung ist quasi oft einpumpen, Kompression komplett auf Null und all oder all. Hinten Stahlfederdämpfer, einmal richtige Feder drauf, fire und forget, nie wieder angreifen. Tschüss, Baba, auf Wiedersehen. Also die Einfachheit hat auch einen gewissen Reiz. Entschuldige, als alter Bomber-Veteran, wieder eine Bomber zu fahren, das ist ja, weißt, da kommt die alte Jugend wieder hoch in mir, also, das war jetzt keine Jugend. Und wenn jetzt jemand ein eigenes Video erwartet, nur zum Thema Stahlfederdämpfer, ja, ein bisschen Geduld, da ist bereits eine Vorbereitung, und zwar zu einem ganz speziellen Thema. Ihr werdet euch noch wundern, ich habe mich auch gewundert, aber da wird was kommen, Geduld. Fahren wir? Hat der vorherige Skenevo auch Doppelbrücken gehabt? Nein. Nicht? Hast du dich gewinnen müssen an das Ding? Ja, weil der Lenkwinkel anders ist. Doch, also, gell? Der Lenkwinkel ist anders. Und
Es gibt nicht so wie das. In die Kurven rein? Genau. Ja. Jetzt lenkt man nach rechts und nach links, ne, quasi. Sicher. Bei dir geht's nicht mehr? Nein. Ich habe halt da quasi. Ja. Und in die andere Richtung das gleiche nicht mehr, ne? Aber das ist halt wie Walzer tanzen und das ist halt. Das ist wie Samba tanzen. Das ist Rock'n'Roll und. Rock'n'Roll und Walzer. Ein schöner Vergleich. Jetzt ein geradeauslauf, das ist viel schöner. Ja, ja. Apropos geradeauslauf. Für Falle. Ich muss sagen, ich habe einen Vorteil. Du hast eine Doppelbrückengabel. Nein, ich habe das Video gesehen, wo es da runtergefallen seid. Ach so, der Schuhmidio, der schaut sich das vorher im Video an. Jedes Top-Modell muss nicht das Top-Modell für den jeweiligen Nutzer sein. Ob ein Modell top ist für den jeweiligen Nutzer, entscheidet der Nutzer und das Nutzungsverhalten. Manchen Topmodell ist für irgendwen einfach nur totaler Overkill oder komplett vorbei am Nutzungsverhalten. Die beste vergoldete 10-fach-Funktionszange ist das falsche Werkzeug, wenn ich einen Nagel einschlagen will. Und genauso ist es beim Fahrrad. Ich muss das Fahrrad kaufen, das für meinen Anwendungszweck das Ideal ist und nicht das, wo der Hersteller meint, das ist das Topmodell. Was nicht gepimpt wurde, ist die Kassette. Da ist die Standard SRAM NX Kassette mit 1142 drauf. Ich bin nach wie vor bekennender Sunrays-Kassetten-Fanboy, uneingeschränkt. Aber da, nachdem da nun mal eine SRAM NX-Kassette mit 42 Zähnen drauf ist, habe ich mir gedacht, probieren wir es einfach wieder mal. Und was soll ich sagen? Es ist doch was anderes. Also 42 Zähne sind was anderes wie 46 Zähne, überraschenderweise. Oh. Links, rechts, geradeaus. Hast du 42 oder 46 Kassetten? 42. Ja. Da brauchst du 46er. Das schaut ursteuer aus. Oben war es super, aber wenn man da rauffahren, verstehe ich nicht. Das macht sicher ganz grausliche Dinge mit meinem Akku, das rauffahren da. Das schneiden wir raus. Das lassen wir. Oben war das auch gerade. Fuck, ich stehe ja voll im Weg. Der Flo machen wir dann an. Alter! Wo fährst du denn hin? Wo müssen wir vielleicht hin? Da rechts. Ah, nicht da rauf? Alter! Yeah! Yeah! Alter, was sind da für Reifen drauf? Das ist ja nicht einmal ein Mac. Neue Reifen! Oh mein Gott, wo sind die Macs? Sie sind verschwunden! Die Performance am Hinterrad ist quasi dieselbe wie sonst auch. Im Gegenteil, die Performance jetzt ist bei leichtem Schlamm sogar besser wie beim Maxxis DHR2. Hätte man nie sagen getraut, ist aber so. Jeder, der Far Cry gespielt hat in die letzten Teile und diese kleinen grau-schwarzen Drecksviecher da, die am Boden rumwieseln und die anspringen wie ein Psychopath. Diese scheiß Viecher, genau die. Honigtaxi oder wie man den Honeybadger heißen die auf Englisch. Und jetzt kommt die Rache, weil jetzt habe ich den Honeybadger vorn montiert. Und der Reifen ist genauso drauf wie das Viech in dem Spiel. Wirklich. Ist auch schwarz-weiß. Ja, ein bisschen. Nur springt er mich nicht so an. Das ist der größte Unterschied zwischen dem Reifen und dem Viech im Spiel. Aber ich schweife ein bisschen ab. Wie bereits ein schlauer Mann einmal zu mir gesagt hat, der gute Fahrer kommt mit jedem Reifen zurecht. Stimmt. Klar hat man mit dem richtigen Reifen auch den maximalen Fun, den maximalen Spaß und mehr Sicherheit da draußen. Also wenn ich jetzt einen Reifen habe, der der Kurve super hält, klar ist es lustig mit dem zu fahren, aber eigentlich fährt dann der Reifen und nicht ich. Und ich will aber selber auch fahren. Jetzt nehme ich bewusst einen Reifen, der vielleicht nicht der besteste Reifen ist, aber im Endeffekt mir hilft, weil ich mit dem Reifen, der nicht der besteste ist, selber besser werde. Das beste Equipment ist natürlich am lustigsten zum Fahren und macht vielleicht den meisten Spaß und man ist selber am schnellsten. Aber ich fahre kein Rennen da draußen, ich will gar nicht der Schnellste sein. Und es ist auch lustig, wenn es eine gewisse Herausforderung ist, weil man weiß, dass der Reifen jetzt nicht der besteste Reifen ist. Ich hoffe, das ergibt irgendeinen Sinn, was ich jetzt gesagt habe. Aber ich hoffe, vielleicht habt ihr es sogar verstanden. Also wenn nicht, zurückspulen, nochmal anschauen.
Ich spule jetzt auch zurück und schaue mir das auch nochmal an. Mir wurde 2019 oft genug vorgeworfen, ich habe einen zu engen Horizont bei den Reifen. Na ja gut, viel weiter wie Kinder, glaube ich, geht es kaum noch. Pedale und Griffe sind vom gleichen Hersteller. Und obwohl beides braun ist, hat beides eine andere Farbe. Das eine heißt Gamm und das andere heißt Bronze. Aber das muss dir mal einfallen, dass das als kackbraun Bronze ist. Die Ventile hier sind auch braun, aber die heißen wieder Mattes Bourbon. Also, wenn man nach braunen Teilen sucht, sollte man nicht die Farbe braun in das Suchfeld eingeben, sondern ein bisschen open-minded und flexibel sein. Sattel ist nach wie vor der Spank. Uzi. Wo steht's? Da steht's. Uzi. Man sieht's ein bisschen schlechter, weil es ist jetzt grau auf grau. Und grau auf grau kann man beim Rot-Schwarzen, weil das eine weiße Aufschrift, das haben wir von der Weiten schon gesehen. Spank Uzi. Jetzt ist grau auf grau. Das sehe nicht einmal ich von da und ich weiß, was drauf steht. Wart. Die Ketten gerissen? Schau, wir sind ja vorbereitet. Ist was reingekommen? Ja, die ganze Zeit. Mit? Ein Kettenglied hat es eigentlich vorne drauf. Ja, ich weiß. Da haben wir ein Kettenglied. Wir sind ja da mittlerweile schon erprobt. Letztens haben wir das im Finster gemacht. Ich bin taugt sowas ja. Ja. Dass ich das einmal auszahlt, dass ich den ganzen Scheiß mitzahle. Schau, das immer noch wieder, du brauchst nie. Schau, ich habe eine Popo-Creme auch mit, also nur für die... Da haben wir gleich die Neiche auf. Ja, also wenn es hier nicht stört... Ja, ich kann endlich meine Ketten benutzen. Bist du deppert? Dass ich das noch erleben darf, wirklich. Du musst nicht da direkt dankbar sein. Schau, heute kriegt er noch einen Gratiskurs in Kettenwechsel. Wenn du jetzt noch einen Botschen hättest, die hätte sogar noch ein Tubeless Sealant auch mit. Eigentlich hätte es ja ein Video werden sollen, was man machen soll bei einem neuen Radl. Wie denn noch? Das Wichtigste, was du machen kannst, ist gleich mal die Ketten wechseln. Es gibt aber auch ein paar ernst gemeinte Tipps. Und zwar folgende. Vor allem beim E-Mountainbike bieten sich einige Punkte an, die man sofort erledigen kann, sobald das neue Schätzchen zu Hause im Warmen ist. Richtig, aufladen. Wesentlich bei einem E-Mountainbike ist zum Beispiel, dass es einen externen, internen, teilinternen, whatever, einen Akku hat. Der Akku bei einem E-Mountainbike ist nicht nur so essentiell, sondern ist theoretisch, was heißt theoretisch, der ist de facto so wichtig. Das Erste, was ich mache, bla 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 bla, das Erste, was ich mache, wenn das Zeug einmal zu Hause steht, ich stecke es ans Ladegerät und lade das Ding einmal auf. Ich meine, hallo, logisch. Das dauert so lange. Ja, die Zeit nutze ich gleich. Ich habe die Kabel am Lenker mit so Schwrinkeln, nicht Schrumpfschlauch heißt das nicht, aber mit diesen Wickeldingern, sage ich jetzt einmal dazu. Link dazu gibt es unter der Beschreibung. Umwickelt, da habe ich den kleinsten Durchmesser verwendet. 4 mm reicht allemal. Da kann man zwei Kabeln gleichzeitig umwickeln. Die sind dann schön stramm, die halten, die wackeln nicht rum, die scheppern nicht, die reiben nicht einander. Und es schaut ein bisschen aufgeräumt aus auch. Und ein bisschen nachschauen, naja, was haben wir da, was tun wir da? Nachschauen, was haben wir da, was tun wir da? Oder was ist das? Nachschauen, was haben wir da, was tun wir da? Was ist das? Welche Tätigkeit beschreibt der Satz nachschauen, was haben wir da, was tun wir da? Keine Ahnung. Aber machen kann man es trotzdem. Man kann, was haben wir da, was tun wir da machen, ne? Da kann ich mir den Sattel einstellen, in der Neigung, in der Höhe, wie ich es gerne hätte. Wobei zum Thema Sattel einstellen gibt es ein eigenes Video. Und das Sattel einstellen Video werden wir ebenfalls unten in der Gesprächsanweisung. Was man ebenfalls machen kann, solange das Fahrrad noch im Auflademodus sich befindet, gleich mal die App rausholen. So gut wie jedes moderne E-Mountainbike hat eine dazu passende App, wo man seinen Motor oder sein ganzes Fahrrad irgendwie individuell auf sich und seine Fahrweise einstellen kann. Bremsen, Lenker, Cockpit, die Bremshebel und die Schalthebel, der Abstand zum Daumen und die Neigung der Bremshebel, das will alles vernünftig eingestellt werden. Und während das Ding aufladet, und es wird in der Regel, je nachdem wie voll der Akku ist, aber durchaus, also Minimum, also das kann schon 1, 2, 3 Stunden dauern, bis das Ding komplett voll ist und in der Zeit kann ich mir das alles herrichten. Ein erstes grobes Setup soll man zu Hause machen. Aber ob es wirklich passt, findet man nur raus, wenn man sich draufsetzt und einmal fährt. Bei der ersten Ausfahrt das Ganze ein bisschen gemütlicher angehen, nicht gleich die wildesten Strecken sie runterwerfen, sondern mal das Bike kennenlernen. Und wenn man zum ersten Mal mit einem E-Mountainbike unterwegs ist, dann vielleicht auch einmal den Motor ein bisschen kennenlernen. Viele Dinge merkt man erst, wenn man drauf sitzt und selber damit fährt und nicht nur zu Hause im Wohnzimmer da irgendwie so cool herumschraubt. Fahren, draufsetzen, selber merken. Das ist ja eine grandiose Idee. Dabei plus Body. Meine Wadeln kriegen eine Farbe. Also wenn man so nicht weiß, wie kalt das ist,
am Gefrierbrand meiner Waden erkennt man, dass es recht frisch ist. Aber ich sage ja immer, solange Wasser beim Drüberfahren nicht knirscht, ist er nicht wirklich kalt. Also, auf der anderen Seite ein mega Tipp, wenn ihr euer Rad gleich bei der ersten Ausfahrt ein bisschen testen wollt, fahrt irgendwo hin, wo ihr keine Ahnung habt, wohin. Am besten bei Minusgrade mit kurzen Hosen und nehmt nichts mit. Das Gute ist bei dem Wetter und bei der Temperatur, dass die Toren eigentlich nichts machen, weil wenn die Haut aufreißen und man blutet, das Blut sofort, das stockt nicht, sondern das gefriert vorher. Man braucht auch keine Sorgen haben, dass man da wegen diesen paar Wunden irgendeinen Infekt kriegt bei dem Wetter. Weil jeder anständige Infekt sitzt bei dem Wetter sowieso schon längst beim Wirten, also kann überhaupt nichts passieren. Das lernt man in keinem Erste-Hilfe-Kurs, das lernt man nur da. Fahrt einfach damit und dann werdet schon sehen, ob das alles passt oder nicht. Und damit ich das ändern kann, wenn es nicht passt, muss ich natürlich was mitnehmen. Ein Multitool sollte immer dabei sein. Welches Multitool es wirklich verwendet, überlasse ich euch. Mein Lieblingsmultitool, das wissen wir alle, ist immer noch das Topic Multi Pro 20, wie der Teufel ja immer heißt. Die drei verschiedensten Farben, aber das mittlerweile, weil da einfach alles drauf ist, was ich wirklich brauchen kann und zwar wirklich alles drauf ist, was ich wirklich brauchen kann. Ist aber auch abhängig, welches Fahrrad ihr habt. Auf unterschiedlichen Fahrrädern sind unterschiedliche Schrauben drauf. Ich muss halt schauen, dass mein Multitool zu den Schrauben passt, die ich auf meinem Fahrrad habe. Wichtig für die Bremsen. Einbremsen. In der Regel schreibt das der Bremsenhersteller eh vor, wie er es gerne hätte. Dann werde ich merken, naja, die Bremsen werden immer besser. Ja, und irgendwann bremsen sie richtig. Aber gleich wegfahren mit nicht eingebremsten Bremsen und glauben, alles ist super pipifein. Nein, pipifein ist gar nichts. Viele Radjobs bieten einen Erstservice nach ein paar hundert Kilometer an. Wenn der schon gratis dabei ist, dann kann man den ruhig machen. Schiefgehen kann dabei recht wenig. Grüß euch. Hallo. Ich bringe euch das wieder zum kurz drüber schauen. Was macht ihr bei so einem ersten quasi Service? Da werden alle Speichen überprüft, die Schaltung überprüft und sonstige Dinge, die sich vielleicht lösen, locker nachziehen können, was auch immer. No, the brakes, the shifting, all the screws, everything. Yeah, sure. Ich würde es machen. Sollte sich jemand wundern über diesen schwarzen Punkt auf der Jacke, das ist jetzt ein bisschen ein Continuity-Problem mit den anderen aufgenommenen Szenen. Weil ich bin da, wie soll ich sagen, da bin ich hängen geblieben bei so einem kleinen Ast, der auf einem großen Ast drauf war. Der auf einem Baum drauf war, der am Boden gelegen ist, während es mich raufgeschmissen hat. Wie ich gestürzt bin. Also mir hat es katastrophal auf die Fressen geschmissen. Und währenddessen war am Boden ein Ast, der so weggestanden ist. Den hat es mich da durchgebohrt, hinten wieder raus. Unten drunter ganze Bizeps blau. Ich schaue aus wie ein tätowierter Hamburger Pirat. Also, das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten. Der Einzige, der es merkt, bin ich immer, wenn ich so mache. Ich brauche eigentlich gar nichts machen, es tut grundsätzlich weh. Ich brauche nur atmen und da stehen. Zum Glück bin ich Rechtshänder und trinke Kaffee mit der rechten Hand. Aber das soll uns nicht irritieren. Im Gegenteil, das gibt uns sogar die Möglichkeit, etwas zu lernen. Weil so ein kleiner Sturz ist doch was Schönes und der verbindet einen dann mit dem Rad viel besser. So gemeinsam erlebt der Ereignisse, die schweißen einfach besser zusammen. Ist auch ein Vorteil, was der auf die Goschen hat. Da kann man sich dann gegenseitig beim Fahrerputzen zu Hause erzählen. Na, weißt du, wie du es hingeschmissen hast? Das war eine Gaude. Aufpassen da draußen. Passt auf, dass ihr euch nicht hinschmeißt und tut, was ich sage und tut nicht das, was ich tue. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut es euch einfach noch einmal an und schaut sich auch alle anderen Videos an. Das wird mir und dem Kanal sehr helfen und euch schadet es auch nicht. Danke fürs Video mit dabei sein. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was gelernt, was man so machen kann, wenn man ein neues Fahrrad kriegt, worauf man achten sollte, was man vielleicht nicht machen braucht oder unbedingt oder doch nicht oder wie und wo. Der eine oder andere hat vielleicht was Neues dazugelernt, dem anderen war vielleicht alles komplett klar und der dritte denkt sich, ich weiß noch was, dann schreibt das, was ihr auch noch wisst, unten rein in die Kommentare, vielleicht sind ein paar wertvolle Tipps dabei. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen und bis dahin, passt auf euch auf, passt auf euer neues Fahrrad auf. Bleibt wie ihr seid. Tschüss, Baba und ciao. Und ich muss jetzt mal raussuchen. Ah!
kalt ist. Hätte das Rad geputzt werden wollen, dann hätte es sich nicht so mich an den Hals geworfen, mir. Macht's irgendwo klickety-klickety-klack? Aber wenn man es weiß und genau schaut und viel Zeit hat. Oder rumpel. Ach, Sonne. Oder schrumm. Im Shop gestanden mit traurigen Augen. Ganz sauber war es, glitzert hat es. Ganz traurige Augen. Hat es gesagt. Da bin ich gekommen und sage, ich will matschig sein. Da habe ich gesagt, das können wir lösen. Die technischen Vorteile deiner Ober. Hier ist die Standard. Wie heißt die? Anzuhalten. Boah. Er ist ja für hardbacked und drei Boden, man, der hardbacked ist er eh, der ist so hardbacked, da kann man gar nicht mehr sein. Oh. Ja. Danke. Oh, das war geil. Ich will, was will ich? Rotzerguss. Momentan bin ich ungefährlich. Ne? Also, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist kein Schmutz, das ist eine Effektlackierung, sage ich dazu. Was wurde auch gemacht? Ja, ich sonst nichts. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, worum geht es eigentlich? Also kalt ist schon, was du sagen musst, du willst. Problem für die Kälte bin ich ja gar nicht ich. Weil, wenn ich weiterfahre, wird mir warm. Aber der Kamera wird nicht warm, wenn wir weiterfahren. Der Kamera bleibt kalt. Ja, die Kamera ist ja auch arme Sau. Das Gute ist, au, ein Scheißding. Aber jetzt zurück zum Alufahrrad. Alouette, Alouette, Seprevette, Alouette. So ein neues Bike, das sorgt immer wieder für mich das allererste bei einem E-Mountainbike, sobald es zu Hause ist. Auch sollte man sich nicht zu weit davon wagen, man weiß ja nie. Ich habe vor allem einen Anfang, wenn es wirklich aufladen. Das mache ich während die Kamera rennt, ist natürlich eine super Idee. Ne? Ich finde die Reifen gar nicht so schlecht. Also sie sind zwar laut Anleitung nicht für Schlamm, aber besonders schlammig ist da eh nicht. Vor 2 Minuten habe ich noch eine Straße gesehen. Und jetzt fahre ich schon seit 10 Minuten durch Dornen. Ah, und das mit Schlauchraffen. Weil ich nicht am Botschen haben, zahle ich Zuckers. Genug geplappert. Jetzt kommt die Sonne raus, gell? Ah, jetzt kommt die Sonne raus. Oh, jetzt kann ich mir meine Nasenspitze erwärmen. Oh, ein bisschen Sonne ist schon praktisch. Eine Sonne auf die Füße wäre gut, bitte. Könnte man die irgendwie... Danke fürs Zusehen, danke fürs wieder mit dabei sein und vielleicht konnte man ein bisschen die Freude teilen mit einem neuen Rad oder ihr wisst zumindest jetzt, was euch blüht bei dem neuen Rad oder auf welche Punkte man durchaus achten kann, aber nicht unbedingt muss, aber vielleicht sollte. Ihr seid immer noch da. Hm, gar nicht so schlecht. Weil alle, die jetzt noch da sind, haben die Möglichkeit, ein paar Chesters in grün und oder rot zu gewinnen. Nachdem ich jetzt keine grünen, roten Metalle mehr brauche, aber immer noch habe, verlose ich sowohl einen Satz rote Racefest Chester Composite Pedals und einen Satz grüne Racefest Chester Composite Pedals. Wer rote oder grüne haben will, soll unten in die Beschreibung reinschreiben: Ich stehe voll auf rot. Ich stehe voll auf grün. Und bis zum nächsten Video, kommenden Freitag, werden dann die beiden Gewinner ausgelost und direkt über ihr Kommentar wieder verständigt, sodass wir die Adressen austauschen können für den Postversand. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben und für die zwei Gewinner jetzt schon viel Spaß mit den Pedale. Oh, jetzt ist es wirklich aus. Wirklich aus.